Hallo, ich heiße Kafka und ich erzähle euch heute meine Geschichte. Alles fing damit an, dass ich gefeuert wurde. Ich konnte meine Miete nicht mehr bezahlen und ich brauchte Geld. So beschloss ich mir, eine neue Einnahmequelle zu suchen. Ich wurde Drogendealer. Ja, natürlich, Digga. Die Geschäfte laufen gut, Mann. Alles super, ja. Aber ey, musst du aufpassen. Du musst mies aufpassen. Die haben mir, zwei Typen haben so einen kleinen Ticker abgestochen. Die haben ihn abgestochen. Was laberst du, als ob die Leute abstechen? Die stechen ab. Und deswegen mies viel Polizei hier auch. Mies viel Polizei. Ja, Junge, die Polizei kann mich mal. Ich bin der König der Straßen. Keiner kann mir was anhaben. Ich wollte dich nur warnen. Weißt du, wer ich bin, Dicker? Weißt du, wer ich bin? Keiner kann mir was anhaben. Was sollen die da kommen? Ich stech die ab. Komm mal runter. Ich stech die ab, ja? Komm mal runter. Okay, verpiss dich mal. Komm mal runter jetzt. Ah. Komm, ich erzähl dir eine Story von deinem Jungen. Wir haben dich beobachtet. Wir wissen, was du willst. Ja, was glaubst du? Du kannst in unserem Gebiet einfach ohne Kontrolle. Ja, was soll das? Gib das wieder. Was soll das? Ich will noch einmal. Hey. Hallo. Komm mit. Okay. Yo, was willst du kaufen? Weiß ich nicht. Okay, wie viel hast du denn? Warte, ich muss nachgucken. Ups. So viel. Was soll das für eine Scheiße? Dann kann ich ja anfangen. Guck mal, der Polizist. Wow, fuck, Polizei! We'll be right back.
Er ist weg. Was wollt ihr von mir? Hi! Hi! Wir haben dich eine Weile beobachtet. Und wir haben gemerkt, dass du Stress mit anderen Gangs und Bullen hast. Aber keine Sorge, wir sind nicht hier, um dir zu schaden. Wir wollen dir einen Deal anbieten. Ich höre. Unsere Mafia bietet dir Schutz. Du kannst weiterhin auf den Straßen dealen. Was mit den ganzen Gangs und den Polizisten? Lass das mal unsere Sorge sein. Und was wäre das für ein Job? Das erfährst du noch früh genug. Ich war der König dieser Straßen. Keiner traute sich in mein Geschäft einzumischen. Und die Bullen blieben mir auch vom Hals. So blieb das ungefähr 3 Monate. Was gibt's? Komm in meine Villa, wir müssen reden. Okay, ich bin auf dem Weg. Da waren wir, ja? Ja. Ausgezeichnet! Setz dich doch! Also Boss, was gibt's? Ich sehe, genießt du dein Leben. Ja, ja, es ist ja einfach mit dem Schutz der Mafia. Ich wurde bis jetzt von niemandem belästigt. Sehr schön, sehr schön. Aber... glaubst du nicht, ist es langsam an der Zeit für dich, den Job zu erledigen? Und so erzählte mir der Mafia-Boss von seinem Plan. Vor einiger Zeit wurden 4 Kilo Kokain von der Polizei konfisziert und jetzt lagern sie in einer Asservatenkammer der Polizeizentrale Ulbricht. Ich und 2 mir schon bekannte Männer sollten dieses Kokain zurückholen. Wenn der Auftrag sauber ausgeführt wird, bekommen wir 20% des Ertrages.
uns mal die Beute an. Ist echt? Hier ist das Zeug. Sehr schön, sehr schön. Wo ist mein Anteil? Oh, natürlich. Hier! Was soll das? Was ist das für eine Kacke? Sorry, Bruder. Okay, alles gut. Fuck. Sehr schön, sehr schön. Aber glaubst du nicht, es ist langsam an der Zeit für dich, den Job zu erledigen? Dum, dum, da. Nico! Nico! Wo ist er? Da ist er! Ja, Nico, ja! Ja. Ey, Nico, dreh dich mal um. Doch, doch. Naja, es kommt ins Outtake, keine Sorge. Würde sagen, das ist top.